Yo Friends, was geht ab? Schön, dass ihr wieder am Start seid zu einem neuen Video von mir. Heute sprechen wir über einen sehr, sehr verstörenden Fall und meiner Meinung nach einer der größten Mysterien, die bis heute eigentlich noch ungeklärt sind. In dem Fall geht es um zwei Studentinnen. Sie waren aus den Niederlanden, Chris und Lisanne. Sie sparten circa 6 Monate lang Geld und arbeiteten in den Niederlanden in einem Café, um mit dem Geld für 6 Wochen nach Panama zu fliegen. Sie hatten vor, dort ein paar soziale Projekte zu starten und natürlich auch einen kleinen Roadtrip zu unternehmen. Und so geschah es dann auch. Im Jahr 2014 reisten die beiden Studentinnen nach Panama. Sie hatten die komplette Reise eigentlich durchgeplant. Und die erste Woche verlief super. Und in der zweiten Woche waren sie in einem Hostel, ein relativ bekanntes Hostel. Das Hostel befand sich in Phuket. Und genau dort hatten sie auch vor, auf einen Vulkan hochzusteigen. Der Ausflug und die Wanderung waren schon etwas länger geplant. Und ja, sie gingen los und nahmen den Hund des Hostelbesitzers mit, da sie dachten, es sei eine gute Idee, mit dem Hund noch die ganze Wanderung zu starten. Wie dem auch sei, der Hund kam abends wieder zurück zum Hostel, doch ohne die Mädels. Der Hostelbesitzer war anfangs ein bisschen skeptisch und dachte sich, was ist da wohl passiert? Aber war sich dann der Meinung, ja gut, vielleicht haben die Mädels einfach beschlossen, dort spontan noch zu übernachten und werden bestimmt morgen früh zurückkommen. Doch nein. So war es nicht. Die Mädels kamen auch am nächsten Tag nicht zurück. Und in dem Moment hatten die Eltern schon das Hostel kontaktiert, da die Mädels den Eltern gesagt hatten, in welchem Hostel sie untergebracht waren. Und die Eltern es eigentlich gewohnt waren, dass sie täglich eigentlich irgendwelche Nachrichten der Mädels bekommen. Und in dem Fall war das eben nicht mehr so. Sie bekamen keine Nachrichten von den Mädels, Nachrichten gingen auch nicht rein. Und ja, die Eltern bekamen es mit der Sorge zu tun. Nachdem es immer noch keine Lebenszeichen der Mädels gab, schickte die Behörde von Panama einen Suchtrupp los. In derselben Zeit beschlossen die Eltern der Mädchen, nach Panama zu fliegen. Dort sagten sie, sie bitten um Hilfe und um Informationen. Und wenn es irgendeine Person da draußen gibt, die irgendwelche Informationen zu dem Verschwinden der Mädchen hat, würden sie der Person eine Prämie von $30.000 geben. Nach sehr, sehr langem Suchen im Dschungel fand man auf einmal einen Rucksack. Und es war der Rucksack von einem der Mädels. Doch das Komische daran war, der Rucksack war nicht am Ort der Wanderung, also nicht am Wanderweg, sondern der Rucksack wurde 8 Kilometer entfernt von der eigentlichen Route gefunden. Und was dazu kommt, ist, dass der Rucksack, als die Behörden den Rucksack öffneten, waren die ganzen Sachen super sauber drin, super schön geordnet, als hätte sie irgendjemand selber dort rein und hätte den kompletten Rucksack präpariert. Ja, und in dem Rucksack fand man eben Unterwäsche, man fand eine Wasserflasche, man fand die Kamera, zu der ich gleich noch kommen werde, denn die Kamera ist sehr, sehr wichtig. Ja, also man fand ganz normale Gegenstände, die man halt eben bei einer Wanderung in seinem Rucksack findet. Ja, und 2 Monate später fand man die Überreste, die menschlichen Überreste der beiden Mädels. Und das Ding war, dass man die Überreste fand man ebenfalls nicht in der Nähe der Wanderung, sondern auch wieder ein Stück weiter weg. Und ja, man überprüfte dann die ganzen Knochen, das waren mehrere Knochenteile der beiden Mädels und konnte natürlich damit auch bestätigen, dass die beiden nicht mehr am Leben waren. Zudem fand man neben den Knochen der beiden Mädels weitere Knochen und laut DNA-Tests waren es nochmal Knochen von weiteren 3 Personen. Das heißt, dort, wo die Knochen der Mädels gefunden wurden, wurden insgesamt 5 verschiedene Knochen gefunden von 5 verschiedenen Personen. Die beiden Mädels und 3 weitere Personen. Zudem konnte man feststellen, dass die Knochen gebleicht wurden und keinerlei Kratzer auf den Knochen waren. Was auch dafür spricht, dass kein Tier an den Knochen genagt hat oder sogar irgendwie die Knochen kaputt gemacht hat. Weil wenn Tiere Knochen kaputt machen, hinterlassen sie immer Kratzer. Und die Knochen haben, wie gesagt, keine Kratzer hinterlassen, sondern waren sogar noch gebleicht. Zudem fand man das Handy von Chris. Und man konnte sehen, dass am 6. April mehrere Notrufe von dem Handy aus rausgingen, aber niemals ankamen. Also das heißt, von dem Handy aus wurden Notrufe getätigt, die aber nicht durchgingen. Also höchstwahrscheinlich auch wegen der Verbindung oder vielleicht ist es aus irgendeinem anderen Grund abgebrochen. Ja, und das Handy wurde natürlich weiter analysiert und man konnte herausfinden, dass am 6. April jemand versucht hat, das Handy zu entsperren, doch kläglich daran gescheitert ist und somit das Handy endgültig gesperrt wurde. Weil irgendeine Person, man weiß nicht, wer es war, die ganze Zeit versucht hat, den Code des Handys einzugeben, aber der Code war nicht richtig und somit wurde das Handy gesperrt. Ja, und während dem 7. bis zum 10. April wurden über 77 Notrufe von dem Handy getätigt, die aber nie ankamen.
Und ja, man hat dann, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, die Kamera im Rucksack gefunden. Und da hat man natürlich auch die Bilder analysiert. Und ja, anfangs waren es schöne Bilder der Mädels, wie sie Spaß hatten, unterwegs waren. Doch als die Bilder in Richtung Nacht gehen, werden die Bilder auf einmal etwas komisch. Wie man zum Beispiel auf diesem Bild erkennen kann, sieht eine der Mädels etwas angestrengt und, ja, wie soll ich sagen, als wäre sie ein wenig erschreckt. Ja, und man hat natürlich die Bilder weiter analysiert. Und vom 8. April bis zum 10. April wurden ca. 90 Bilder gemacht. Und alle der 90 Bilder wurden mitten in der Nacht gemacht und ergeben keinen wirklichen Sinn. Also das sind wirklich nur Bilder, die mitten im Dschungel gemacht worden sind, wo es dunkel war. Also man sieht natürlich, mit der Kamera wurde der Blitz ausgelöst, aber es sind halt eben, es ist dunkel und man sieht immer nur Teile von irgendwelchen Pflanzen, von irgendwelchen Abhängen. Und gibt es ein paar Bilder, wo manche Leute vermuten, man würde anscheinend eine der Mädchen sehen. Gibt auch Bilder, wo man sagt, man würde irgendwie eine andere Person auf dem Bild sehen. Aber das sind Spekulationen und da kann man natürlich, kann nichts bestätigt werden, weil niemand weiß, was diese Bilder damit auf sich haben und warum diese Bilder gemacht worden sind. Weil es, wie gesagt, es sind 90 Bilder, die auf einmal gemacht worden sind und alle in der Nacht. Und auf keinem Bild sieht man die Mädels. Auf keinem Bild sieht man die Mädchen. Und ja, viele Leute vermuten, dass es sich hierbei um irgendeine andere Person handelt, die die Kamera hatte und Bilder damit gemacht hat. Und dann kommt noch dazu, dass es ein Bild gab, was gelöscht wurde. Und das wurde nicht nur von der Kamera gelöscht, sondern es wurde permanent gelöscht. Sprich, wenn jetzt irgendein Computerspezialist oder ein Technikspezialist kommt oder vom FBI oder so und die Karte von der Kamera nimmt, in den PC steckt, hat er keine Möglichkeit, dieses Bild wiederzubekommen. Wenn du aber ein Bild auf der Kamera, also von der Kamera aus, direkt löschst, dann gibt es immer Möglichkeiten, das Bild wieder, ich sag mal, ein Backup von dem Bild zu bekommen. Aber dadurch, dass das Bild komplett permanent gelöscht wurde, heißt es eigentlich, dass irgendjemand das Bild über ein anderes Gerät gelöscht hat, sprich über einen Laptop oder einen Computer. Keiner weiß, was es mit dem Bild auf sich hatte, warum dieses Bild gelöscht wurde. Meine Vermutung ist, vielleicht wurde das Bild aus Versehen ausgelöst und man sieht irgendeine Person, die man nicht sehen darf. Wie gesagt, der Fall ist bis heute ungeklärt, wurde aber dennoch geschlossen und man behauptet, die Mädchen wären anscheinend einfach runtergefallen während der Exkursion und sind daran gestorben. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, daran glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mädchen irgendwie irgendwo runtergefallen sind oder gestürzt oder sich verletzt haben und daraufhin gestorben sind, weil es gibt viel zu viele Punkte, die dagegen sprechen. Punkt Nummer 1. Wie kann es sein, dass lauter menschliche Überreste von den Mädchen gefunden wurden? Wisst ihr, wie ich meine? Punkt 2. Wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass neben ihren Überresten von den Mädchen noch andere Überreste von anderen Menschen liegen? Also, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so ein bisschen denkt, hey, das könnte vielleicht was mit einem Serienkiller eventuell zu tun haben, weil warum sollten die Überreste der beiden Mädchen direkt neben Knochen von drei weiteren Menschen liegen? Wisst ihr, wie ich meine? Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Zudem, wenn die Mädchen irgendwo runtergestürzt wären und irgendwelche Tiere die Mädchen quasi auseinandergenommen hätten und, was weiß ich, durch den ganzen Dschungel geschleppt hätten, dann wären die Knochen nicht gebleached und die Knochen hätten zumindest Kratzer. Und da die Knochen keine Kratzer hatten und gebleached waren, kann es gar nicht irgendwie von einem Tier stammen. Also es ist eigentlich ausgeschlossen, dass irgendein Tier was mit den Überresten ihres Körpers gemacht haben. Und deswegen gehe ich davon, also das ist meine Meinung, aber ich gehe davon aus, dass sie umgebracht wurden. Dass irgendjemand die Mädchen umgebracht hat. Und keine Ahnung, wie gesagt, da lagen noch andere Knochen. Könnte auch ein Serienmörder sein. Ein Serienmörder, den man bis heute noch nicht gefasst hat. Ich weiß es nicht. Aber das ist alles, was man zu dem Fall weiß. Ich persönlich finde ihn mega interessant. Und ich bin gespannt, vielleicht kommt irgendwann mal was raus. Man weiß es nicht. Aber aktuell ist das alles, was man weiß. Und wie gesagt, zählt zu einem der mysteriösesten und ungeklärtesten Fällen. Ja, in dem Sinne, Friends, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Falls ihr den Fall schon kanntet, könnt ihr mir das auch gerne mal unter die Kommentare schreiben. Aber was denkt ihr, ist mit den Mädels passiert? Glaubt ihr daran, dass sie irgendwie nur gestürzt sind und deswegen gestorben sind?
Oder glaubt ihr, da steckt etwas anderes dahinter, so wie ich es denke? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und in dem Sinne möchte ich natürlich sagen, schön, dass ihr wieder am Start wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Friends. Ciao, ciao.